Dankeschön. Dann gehe ich hier gleich mal hoch. Vielleicht hätte ich echt noch anders hin müssen, aber... ist mir vorerst mal Wurst. Ist hier noch irgendwo was? Hier ist einfach nur dunkel. In der Dunkelheit. Und also ab jetzt, Leute, also das ist jetzt wieder, da war ich noch nicht. Wobei ich glaube, das war, also da, ja, also das, was wir jetzt alles spielen, ist im Moment alles blind. Also nicht schon mal gespielt. Oha. Oha. Kein Problem für den Erfahrenen. Ah, ja, das glaube ich kenne ich. Ah, nein! Oh, nein! Oh. Ja, aber das hilft sowieso nichts. Das dachte ich schon. Zack. Oh Gott. Ja, da muss man wohl ein bisschen früher springen. Oder sagen wir anders. Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, drei. Ah, verdammt. Nun gut, nochmal. Irgendwann werden wir es schon mal schaffen. Zwei, drei. Oh Gott. Das dachte ich schon. So, da kommt jetzt ein weiteres rüber. Irgendwie ist die Musik gerade ein bisschen laut. Ich mach mal Settings. So. Das ist nur mein Ohr laut. Ich mach mal einfach ein bisschen leiser hier. So, jetzt stellt sich mir allerdings die Frage. Wie kommen wir da weiter? Ich probier's einfach mal kurz anders. Nicht lustig, verdammte Schande. Und natürlich muss ich wieder von vorne anfangen. Eins, zwei, drei. Wissen wir ja, wie es geht. Zack. Zack. Yay. Und jetzt denke ich mal, können wir wieder rüber. Und ohne weiteres drauf. Macht eigentlich auch Sinn. Und zack. 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 Wow. Das war knapp. Aber natürlich für den erfahrenen Limbo-Spieler überhaupt kein Problem. Ja, hab das ja so oft schon durchgespielt. Oh, nein. Oh, ich dachte eigentlich, dass es einbricht, wenn ich da so drauf bin. Da habe ich zumindest das Gefühl. Oh ja. Ich probier's trotzdem nochmal. Schau. So. Das sieht sehr danach aus, als würde es bewegt werden wollen. Okay. Okay, ich weiß definitiv, was wir machen müssen. Ich bin sogar jetzt mal so. Nein! Ja, wie gesagt, ich schiebe es jetzt einfach mal wieder auf die Störung. Ihr habt gesehen, der Ansatz, glaube ich, war richtig.
Was ist denn das für eine Scheißsteuerung eigentlich hier? Der größte fucking Fick ever hier. Ich will eine HDP VR. Was? Ey, ich check's nicht. Was ist denn das für ein Kapfel? Ja, komm, spring doch ab, du Zipfel. Also ihr glaubt gar nicht, wie viel einfacher es ist, auf der Xbox zu spielen. Gehen wir mal das Ganze ein bisschen in Schwingung zu setzen. Oder vielleicht müssen wir drauf springen. Ich habe ein bisschen das Gefühl, wir müssen darüber. Zum Glück ist es auch möglich. Oh, da kann man gar nicht weiter hoch. Oh Gott, jetzt dachte ich schon. Da ist so ein schwules weißes Licht, da will ich eigentlich nicht lang. Aber ich vermute mal, wir müssen da lang. War mir irgendwie klar und trotzdem bin ich behindert und spring rein. Krass, oder? Aber ich glaube, das müssen wir sowieso zuerst machen. Weil sonst nämlich wir mit dem weißen Licht da reingetrieben werden würden. Aber dann habe ich leider keine Ahnung mehr. Außer wir kommen vielleicht da bei dem Pfeil noch so hoch, aber... Oder können wir das Ding da irgendwie verschieben? Nein, aber vielleicht können wir da irgendwas... Irgendwas schiebbar. Also, müssen wir drüber gehen. Da irgendwas schiebbar? Nee. Gut, also wir müssen definitiv in das Weiße gehen. Schauen wir mal, ob ich mit meiner Vermutung recht hatte und dass wir da links das kaputt machen müssten. Ja. Sieht sehr danach aus. Haben wir wenigstens das mal richtig auf, wenn wir da wieder völlig sinnlos gestorben sind. So. Das ist da wieder hell. Wir können da wieder zurückgehen. In einem flotten Galopp. John, komm mal her. Tudunk, 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 tudunk. Da scheint es mir wieder ein bisschen zu hell sein. Hell zu sein. Oh Gott, das sieht irgendwie nicht gut aus. Das sieht ganz und gar nicht gut aus. Nein, 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 geh nicht da drauf. Oder schnell drüber. So, beeil dich. Ich will das Zeug wieder los haben. Flup. Und flup. Komm schon, irgendwo werden das so fucking Viecher sein. Ich habe das Gefühl, da darf man nicht draufsteigen. Oder da sollte man draufsteigen, was auch immer. Oh Gott, nein, da hätte man draufsteigen sollen. Naja, super, toll, gut, können wir abschreiben. Bis zum nächsten Mal. Was? Egal wie du es machst, steigst du drauf, ist es falsch. Steigst du nicht drauf, ist es natürlich auch falsch. Weil sie rechnen ja mit deiner Dummheit irgendwie. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Oh, ja.
im langsamsten Marsch, den ich drauf habe, müssen wir hier gehen. Ah, verdammte Schande. Da bleibt nur der Kopf über. Na gut, irgendwie so wird es schon funktionieren. Und dass das Ding so übelst langsam aufgeht, ist immer voll längliche Scheiße. Ah, Mann. Das müssen wir irgendwie anders machen. Denken wir mal logisch nach. Ich komme da an. Also, denken. Ich komme da an, die Kiste fällt runter. Das Ding wird an. Das heißt, ich muss auf alle Fälle drauf. Aber ich muss in dem Moment abspringen, wo was auch immer passiert. Ah, Mann. Ich brauche Hilfe. Aber ihr habt euch das selber angetan. Ich wollte nie, dass wir das spielen. Ihr Noobs, wie schlecht ihr doch seid. Und da oben wird mein Zeug gefressen. Vielen Dank. Ich habe das Gefühl, ich muss nicht darunter. Trotzdem will ich darunter gehen. Nein, will ich nicht. Ja, so laufende Sägeblätter sind immer gefährlich, das wissen wir alle. Und jetzt habe irgendwie das Gefühl, wenn ich da jetzt nochmal draufsteig. Na, doch nicht. Hätte mich aber nicht gewundert. Ja, sowas hatte ich schon mal. Das glaube ich hat dann auch mein Kumpel gespielt. Habe ich mal wieder zu wenig aufgepasst. Ich weiß nicht, was man machen muss, aber. Sink nach unten. Zack. Das machen wir jetzt ein paar Mal. Solange bis ich denke, dass es passt. Jetzt! Geht's jetzt weiter? Da. Und das hat, glaube ich, auch eher mal irgendwie gezeigt. Aber da weiß ich jetzt auch nicht mehr recht viel. Da war irgendwas. Oh Gott. Von wegen. So. Irgendwie so war das doch, oder? Lukas, hilf mir. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es absolut gar nicht mehr. Wofür ist der Hebel? Krasse Scheiße. Da müsste irgendwo eine Kiste sein. Und ich glaube, ich habe jetzt wieder einen totalen Scheiß gebaut.